Herzlich willkommen zu den KI-News der Woche. Diese Woche haben sich die Meldungen im Bereich AI und Robotics wieder überschlagen und wir machen eine komprimierte Zusammenfassung der wichtigsten Infos, damit du mit deinem Geschäft gewappnet bist und weißt, was abgeht und wohin sich die Zukunft entwickeln wird. Die erste große Meldung, die wir diese Woche gesehen haben, war die Spekulation über ChatGPT 5, also die fünfte Version des ChatGPT-KI-Modells. Und zwar gab es dort einen Leak in der Chatbot-Arena. Die Chatbot-Arena vergleicht verschiedene KI-Modelle und dort haben User einen ChatGPT-2-Chatbot entdeckt, den es so in der Form nicht gibt. Und das hat Spekulationen gerügt, dass dieser ChatGPT-2-Chatbot das neue GPT-5-Modell sei, was dann nochmal um Längen besser sein soll als das letzte Modell, was wir momentan haben, das GPT-4 Turbo-Modell. Und natürlich hat das Ganze viele Spekulationen hervorgerufen. Experten, die sagen, und auch Sam Altman als Geschäftsführer, als CEO von OpenAI, der hier einen Twitter-Post verfasst hat und diese Spekulation weiter vorangetrieben hat. Andere KI-Experten jedoch sagen, dass das Ganze wohl kaum GPT-5 sein kann, da die Ergebnisse dafür einfach noch nicht gut genug seien oder dass es, wenn es GPT-5 sein sollte, die Ergebnisse dann doch eher ernüchternd wären. Auf jeden Fall zeigt das Ganze, wie schnell hier momentan die Meldungen Schlag auf Schlag gehen und kleinste Spekulationen und unwissenschaftliche Ankündigungen bereits die ganze Szene zum Beben bringen, da alle auf die neuesten Modelle warten und natürlich diese dann auch direkt implementieren und nutzen wollen für ihr Geschäft oder für ihre Business Cases. Eine weitere Neuerung, die wir bereits hier auf dem Kanal angerissen haben und wo ich schon ein Tutorial zu gemacht habe, ist die neue Memory-Funktion von ChatGPT. Diese ermöglicht es dir nunmehr, ein Gedächtnis in ChatGPT zu installieren, sodass du sinnvolle Informationen aus deinem privaten Leben oder auch aus deinem Geschäft in GPT-4 im sogenannten Memory Store abspeichern kannst. Dort bekommst du so eine Meldung oder wirst, wenn du GPT Plus Abonnent bist, hier diese Möglichkeit haben, ein Gedächtnis für dein GPT aufzubauen. Wenn dich das interessiert, schau dir mein Video dazu an. Dort habe ich das Ganze ausführlich erklärt. In der EU ist das Ganze momentan noch nicht verfügbar. Auch für Workspace-Nutzer, Team-Accounts ist das Ganze noch nicht nutzbar. Allerdings hat OpenAI bereits angekündigt, dass dies zeitnah folgen wird. Dann gab es diese Woche Ankündigungen und Infos zum neuen iOS 18 in Kombination mit dem neuen iPhone 16, was wohl erscheinen wird, wo nun Ankündigungen veröffentlicht wurden, dass das ganze AI-Features und ein eigenes Large Language Model in dem iPhone selbst enthalten soll, was diverse neue AI-Features in das iPhone mit reinbringen soll. Ganz genaue Angaben gibt es dazu noch nicht, wie das dann in der Praxis tatsächlich aussehen soll. Auf jeden Fall zeigt, dass das Apple hier mithalten will mit den neuesten Entwicklungen und hier so ein bisschen mittlerweile im Zugzwang ist, einfach mitzuziehen und nicht den Anschluss zu verlieren. Und im Rahmen dessen gab es bereits auch Gespräche zwischen Google und Apple. Und zwar wird die Spekulation oder wird die Vermutung gerügt, dass Apple hier mit Google zusammenarbeiten wird, mit dem Gemini Large Language Modell und hier iOS 18 für Lizenz wird. Allerdings hat Apple auch bereits Gespräche mit OpenAI geführt, sodass es mittlerweile noch nicht ganz klar ist, wie Apple das Ganze hier lösen möchte. Allerdings zeigt es auf jeden Fall, dass wir auch im Bereich Smartphones alle in Zukunft sehr, sehr viele neue Features erhalten werden und mit KI bereits am Handy konfrontiert sein werden, darüber gar nicht hinwegkommen werden. Ein wenig ernüchternd ist jedoch, wie wenig Infos momentan vorhanden sind und die Infos, die da sind, dann doch eher ziemlich langweilig sind. Und zwar, dass es keine Buttons mehr geben wird, also die nicht mehr ins physische Gehäuse gedrückt werden können zum Thema Lautstärke und Sperrbuttons. Und da ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt das super Feature ist, weshalb man sich jetzt das neue iPhone 16 kaufen sollte. Also da dürfen wir auf jeden Fall noch gespannt sein, in welche Entwicklung das Ganze hier gehen wird. Was man jedoch schon erahnen kann, ist das Thema AI-Voice-Assistenten. Also wir haben diese Woche auch sehr viel über Sprachassistenten gelesen und dass viele Anbieter eine Renaissance von Voice-Assistenten erwarten. Ja, wir kennen natürlich jetzt schon seit eigenen Jahren Voice-Assistenten wie Siri, wie Alexa und so weiter, die ja, fairerweise niemand wirklich in der Praxis genutzt hat. Doch durch die neuesten Entwicklungen im Bereich der AI ist hier mittlerweile einiges mehr möglich. Und vor allem ist AI und diese Voice Assistenten mittlerweile schon in der Lage, Kontext zu erkennen. Ja, beispielsweise, wenn wir ChatGPT fragen, welche Flüge gibt es nächste Woche nach New York und danach als nächste Frage nach dem Wetter fragen und was ich einpacken soll, sich die KI dann daran erinnern kann, dass wir anfangs nach dem Flug nach New York gefragt haben und somit die Wetterdaten und die Gepäckvorschläge auf
diesen initialen Input bezieht. Und das ermöglicht natürlich viele weitere spannende Use Cases von Sprachmodellen, sodass wir hier einige Anbieter, wie gesagt, Meta, Apple, Google, die hier sagen, sie erwarten eine Renaissance von den Sprachassistenten, was ich persönlich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, da es einfach leichter ist, als Verbraucher mit der KI zu sprechen, als zu schreiben. Wir sehen momentan, dass das ganze Thema Prompt Engineering, Prompt Design ein wahrer Skill geworden ist. Und wenn man schlechte Eingaben tätigt in diese multimodalen KI-Modelle, dann ist man natürlich sehr, sehr stark abhängig von einem exakt gut formulierten Prompt. Und wenn man, wie gesagt, eben schlechten Input liefert, dann bekommt man auch ein schlechtes Ergebnis. Und mit natürlicher Sprache wird es vielen Menschen leichter fallen, genau die Infos und Handlungen aus der KI rauszubekommen, die sie eigentlich wollen. Das ist natürlich die natürlichere Form der Kommunikation ist. Und auch da sehen wir bereits jetzt einige Entwicklungen im Bereich Cold Calling beispielsweise und Telesales und KI-Telefonie, wo es mittlerweile auch echt geniale Entwicklungen gibt. Wir haben beispielsweise schon Cold Caller KI-Modelle im Hintergrund laufen mit unglaublichen Erfolgen. Und es ist Wahnsinn, was da mittlerweile in welcher Qualität bereits möglich sind und sind hier bereits sehr viel am Testen. Und das zeigt auf jeden Fall, wo die Reise hingeht und auch welche spannenden Use Cases das Ganze im Business-Kontext haben wird. Um das ganze Thema Apple abzuschließen, machen wir doch mal weiter mit der Apple Vision Pro, denn hier gab es die Mitteilung, dass die zweite Version der Apple Vision Pro doch später als erwartet veröffentlicht werden soll. Und zwar erwartet man das Ganze erst bis Ende 2026. Und das ganze Thema Preis ist wohl gerade noch ein großes Thema von Apple, was sie momentan noch nicht so gelöst bekommen, wie sie es gerne hätten und somit die Verkaufszahlen der Apple Vision Pro einfach nicht so erfolgsversprechend sind, wie anfangs erwartet, sodass die Produktion mittlerweile auch eingestellt wurde oder zumindest drastisch reduziert wurde. Momentan liegt die Apple Vision Pro noch bei $3.500 und man hat einfach gemerkt, dass es verhältnismäßig noch wenig Leute gibt, die diese Apple Vision Pro nutzen. Meiner Ansicht nach liegt es vor allem an den wenigen einschlägigen Features, die jetzt wirklich ein einschlägiges Kaufargument dieser Brille sind, dass man sagt, das bekomme ich jetzt wirklich nur mit der Apple Vision Pro und habe ich nicht vielleicht auch in abgespeckterer Form bei mir auf dem Handy oder auf der Videospielkonsole, denn das ist natürlich noch einer der größten Konkurrenten dieser Brille, die klassischen Videospielkonsolen für Gamer. Das sind meistens natürlich die ersten, die targetiert werden mit so einer Brille, aber auch im Business-Kontext gibt es noch nicht so viele einschlägige Use Cases, dass die Apple Vision Pro momentan einfach salonfähig ist und gebraucht wird. Ich erwarte auf jeden Fall, dass das sich in einiger Zeit schon lösen wird und spätestens dann 2026, wenn es denn tatsächlich so lange dauern sollte und die nächste Version der Apple Vision Pro auf den Markt kommt, dass sich das Ganze dann auch durchsetzen wird, wenn man es so hinbekommt, dass es wirklich marktfähig ist, salonfähig ist, vielleicht auch in einfachere Form, so wie wir das bei der Meta-Brille gesehen haben, die wirklich aussieht wie eine normale Brille und ich nicht mehr dieses Riesending auf dem Kopf rumtragen muss, wo sich viele Menschen natürlich auch noch vorsträuben, damit in der Öffentlichkeit rumzulaufen. Das wird sicher auch ein Punkt sein. Also da bleiben wir auf jeden Fall gespannt, wie die Entwicklungen hier weitergehen. Momentan sehen wir jedoch, dass das Ganze noch nicht so marktfähig ist, wie anfangs von Apple erwartet. Kommen wir zu den wohl spannendsten Entwicklungen in dieser Woche und das war tatsächlich im Bereich Robotik, wo wir einige neue humanoide Roboter diese Woche allein vorgestellt bekommen haben. Das zeigt auf jeden Fall, wie rasant momentan die Entwicklung im Bereich Robotik vorangeht. Allein letzte Woche haben wir bereits Humanoide wie den Astrobot aus China gesehen und hier sehen wir das nächste humanoide Robotermodell aus China, was tatsächlich ein bisschen überraschend kam und wir schauen uns das Ganze einfach mal zusammen an. Also was auf jeden Fall beeindruckend ist, schon mal bei diesem humanoiden Robotermodell, ist, dass wir ein sehr menschenähnliches Verhalten sehen, was das Laufen angeht, dass dieser Roboter rennen kann und das ist tatsächlich ein größerer Fortschritt, als manch einer vielleicht jetzt noch denken mag. Also das war die letzten Jahre in der Form noch nicht so möglich und momentan sehen wir wirklich wöchentlich solche Robotikmodelle und Humanoiden, die tatsächlich sehr stark menschliches Verhalten imitieren können bzw. umsetzen können. Insbesondere hier bei den Treppenstufenbewegungen sehen wir, dass das Ganze schon sehr gut ausgeführt wird und zeigt auf jeden Fall, wo die Reise hingeht im Bereich humanoide Roboter. Und man kann sich natürlich jetzt bereits vorstellen, was das für Implikationen haben wird, auch auf den Arbeitsmarkt und auf klassische Berufsfelder, Fabrikarbeiten, vielleicht sogar Handwerksberufe, die hier ausgeführt werden können, auch schon relativ zeitnah von Humanoiden. Insbesondere, und da gab es eine neue Entwicklung von Microsoft tatsächlich in Kombination mit Sanctuary AI,
die nun auf das Microsoft Azure AI-Modell zurückgreifen. Und das ist tatsächlich einer der größten und wichtigsten, spannendsten Meldungen dieser Woche. Und zwar, dass diese Kombination aus Microsoft und Sanctuary hier an einem Large Behavior Model arbeiten. Und hier geht man tatsächlich so weit, dass wir momentan ja im Prinzip den Aufstieg, die Sturm- und Drangzeit der Large Language Models erleben. Und die Zukunft von dem Ganzen werden eben diese Large Behavior Models sein. Das heißt, KI-Modelle in Kombination mit Robotik. Und wir schauen uns das Ganze auch hier mal an, wie dieser neue Microsoft Sanctuary AI Roboter bereits aussieht. Also was wir bei diesem Humanoiden sehen, sind sehr ausgeprägte Handbewegungen, sehr starke Handbewegungen. Das habe ich bisher bei keinem Humanoiden so in der Form gesehen, dass wirklich eine so derart menschenähnliche Hand nachgebaut wurde. Bei vielen Robotikmodellen ist es dann eher so, dass sie so Greifarme haben. Und das ist natürlich besonders spannend hier, wie hier tatsächlich eine menschliche Hand fast 1:1 repliziert wurde. Also, das ist der neue Phoenix Humanoide von Microsoft in Kombination mit Sanctuary AI. Und hier ist, wie gesagt, die spannendste Entwicklung, die wir jetzt sehen, dass erstmalig oder zumindest hier nochmal ganz stark bewusst jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung an diesen Large Behavior Models gearbeitet wird. Das heißt eben AI, die in die physische Welt inkludiert wird, in diesem Fall mit humanoiden Robotern, und wir davon ausgehen können, dass wir in nur wenigen Jahren bereits Humanoide bei uns zu Hause haben werden oder in klassischen Berufsfeldern, mit denen wir wie mit echten Menschen tatsächlich interagieren können, da sie eben nicht einfach nur Befehle ausführen wie Roboter aus Fabriken, wie wir sie aus den letzten Jahrzehnten bereits kannten, sondern halt eben jene, die selbst auch mitdenken können, die ja logisch schlussfolgern können, so wie eben wir Menschen. Und das wirft natürlich auch weitere Fragen und Ängste im Bereich AGI auf. Also AGI ist im Wesentlichen der Zeitpunkt, ab dem die künstliche Intelligenz so klug und so intelligent wie ein Mensch ist und eigenständig agieren und handeln kann. Und diese Gefahr sieht man natürlich, oder auch Chance sieht man natürlich jetzt immer weitere Nähe rücken. Und das Ganze geht hier wirklich mittlerweile Schlag auf Schlag, wie die Entwicklungen in dem Bereich vorangehen. Ein letzter Humanoider, den wir diese Woche noch gesehen haben, und zwar von Boston Dynamics diesmal. Und zwar sind das die Robotikhunde von Boston Dynamics, wo ein Clip diese Woche veröffentlicht wurde, der ganz schön viral ging. Und zwar sehen wir hier einen Roboterhund von Boston Dynamics, dem man ein blaues Kostüm angezogen hat. Und eigentlich wollte man damit demonstrieren, welche Möglichkeiten das Ganze auch im Bereich Entertainment und Kunst zu bieten hat. Jedoch ging der Schuss so ein bisschen nach hinten los, vielleicht geplant, vielleicht unabsichtlich. Und zwar ging das wirklich viral durch die Medien, dass viele, viele Leute Albträume bekommen haben von diesem blauen Hundekostüm und man das eher ja wirklich sehr, sehr strange und komisch fand. Aber auch das zeigt einfach, wie weit mittlerweile hier das Ganze geht und es nicht ja unwahrscheinlich sein wird, dass es in Zukunft einfach zu jedem normalen Haushalt dazugehören wird, vielleicht so einen Roboterhund zu haben oder auch einen eigenen Humanoiden zu Hause zu haben, der gewisse Tätigkeiten ausführt und erledigt und den Menschen dahingehend unterstützt. Und wir haben sogar in den USA eine Meldung gesehen von Flammenwerfern-Robotern. Also das sind auch diese Roboterhunde, denen man im Prinzip einen Flammenwerfer aufgesetzt hat, die es für wenige 1.000 Euro bereits in den USA legal zu kaufen gibt, womit natürlich auch einiges ja angestellt werden kann. Zuletzt möchte ich dir noch den wohl spannendsten und für mich beeindruckendsten Clip zeigen. Und zwar war das ein Tech-Milliardär, Reid Hoffman, der hier ein Interview mit einem AI-Klon von sich selber
geführt hat. Ja, das heißt, die Deepfake- und Videoentwicklung ist mittlerweile so weit im Bereich künstliche Intelligenz, dass du einen eigenen Klon von dir erschaffen kannst, mit dem du dann tatsächlich auch reden kannst und der dein Knowledge hat. Und das will ich dir hier einfach mal zeigen. And how do you explain it in one sentence? Also er stellt hier im Prinzip seinem KI-Klon eine Frage zu seinem Buch, was er geschrieben hat. Well, five-year-old. Well, for the Star Trek fans in Klingon. And as Jerry would explain it in Seinfeld. Okay, condensing your entire strategy from a 336-page book into one sentence and starting with the explanation for the smartest person in the world. Blitzscaling is a strategic acceleration of organizational growth to seize market dominance by prioritizing rapid expansion over efficiency, leveraging capital and network effects to outpace competitors in winner-takes-all markets, despite the attendant risks to scalability and operational stability. Now, for a five-year-old, blitzscaling is like building the biggest tower super fast before anyone else, even if it gets a bit messy, so you can be the leader of the tower game. And now for a Klingon, Blitzscaling OH Pus Vittelheg Duj Luchar Glutavistel Hab A Doch Vom Viol Hawk Competition Vipo QA Market Dahara. And finally, like Jerry in a Seinfeld episode, blitzscaling, you know, it's when a company decides to floor it on the highway of business, ignoring the speed limit, racing to be the first to that big golden market share in the sky, all while hoping they don't run out of gas or, you know, hit a tree. Also das ist hier natürlich unglaublich, was dieser KI-Klon von Reid Hoffman hier bereits kann und ausspricht. Also er hat tatsächlich das ganze Buch von Reid Hoffman, Blitzscaling, hier inhaliert und kann jede Frage perfekt beantworten. Und dieses Video hier ist halt wirklich komplett KI-generiert und greift halt im Prinzip durch KI, kann es hier die Fragen von ihm beantworten. Und das ist natürlich eine unglaubliche Entwicklung, die wir hier sehen, dass man tatsächlich eigene Klone von sich selber erschaffen kann und es in Zukunft immer schwieriger sein wird, real von Fake und KI zu unterscheiden. Gleichzeitig ist es natürlich eine enorme Chance im Business-Kontext. Man stellt sich einfach nur vor, das ganze Thema Content-Erstellung, ja, dass man wirklich Content in eigener Qualität, in hoher Qualität von sich selber erstellen lassen kann, ohne selbst aktiv daran zu arbeiten. Dadurch, dass man halt eben seinen eigenen KI-Klon und Avatar erschafft oder auch Schulungen, E-Learning-Bereiche für Mitarbeiter, für Kunden beispielsweise, kann man natürlich mit dieser Technologie aufbauen. Perspektivisch wird man Calls führen können. Auch das sind natürlich sehr, sehr spannende Business-Use-Cases, wo man diese Technologie bereits jetzt einsetzen kann. Also das waren die wichtigsten KI-News der Woche für dich. Ich hoffe, das Ganze hat dir einen besseren Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Szene gegeben, sodass du nicht mehr selber alles rausrecherchieren und alles mitverfolgen musst. Ab sofort werde ich dir jede Woche, wenn das Ganze für dich spannend ist, die wichtigsten News vorstellen und präsentieren. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dich am meisten interessiert in dem Bereich, was dich überrascht hat, was du bereits jetzt in deinem Business auch schon implementiert hast. Und abonniere sehr gerne den Kanal, wenn dich das ganze Thema KI im Business, Marketing und Sales interessiert, denn wir posten einiges an Content genau zu dem Thema. Wir beschäftigen uns bereits seit mehr als 3 Jahren genau mit diesem Thema, müssen selber kaum noch operativ in unserem Geschäft arbeiten, da wir alles automatisiert und mit KI gelöst haben. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann freue ich mich auf dein Abo auf diesem Kanal, freue mich auf dein Like unter dem Video. Lass mir gerne deine Meinung da. Bis zum nächsten Mal, dein Leo.